Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir hatten uns letztens die Steuernews 2019 angeschaut, den ersten Teil davon. Und heute werden wir uns mit dem zweiten Teil davon befassen. Und es wird hierbei um die Neuregelung gehen, die noch nicht zu 100% feststehen, aber die durch den Gesetzesentwurf zumindest eingebracht wurden, aber noch nicht entschieden sind. Das heißt, das, was wir hier sehen, das könnte auf uns zukommen. Aber wie gesagt, könnte, es ist nicht sicher. Deswegen, man nimmt es am besten als Orientierung. Und wenn es einen tatsächlich betreffen sollte, dann sollte man tatsächlich nochmal nachschlagen, ob es sich denn jetzt wirklich durchgesetzt hat. Welche Themen sind das? Das ist unter Punkt 1 die Anhebung des Höchstbetrags für Kinderbetreuungskosten. Zweitens die Anhebung der außergewöhnlichen Belastungen. Drittens Anhebung weiterer Grenzen und Freibeträge. Viertens die Forschungsförderung. Fünftens die Anhebung der GWG-Grenze. Sechstens der Bürokratieabbau, siebtens die steuerliche Beurteilung von Gutschein und achtens die Wohnbauförderung durch 3%ige AFA. Wer das Video davor gesehen hat, weiß, aha, okay, Wohnbauförderung hatten wir schon mal, okay, das stimmt, da ging es noch nicht um die AFA, aber diese 3%ige AFA ist jetzt im Gespräch und zwar parallel zu der Sonder-AFA, die wir im vorigen Video uns angeschaut haben. Gut, ist heute ein voller Plan. Deswegen fangen wir an mit den geplanten Änderungen. Die Bundesratsinitiative zum Steuerrecht hat mit der Sitzung vom 6.7.2018 Vorschläge zur Neugestaltung von steuerlichen Regelungen eingebracht. Da gibt es halt einige Anpassungen von Höchstbeträgen, Freigrenzen, quasi der ganzen Themen, die wir uns jetzt hier anschauen werden. Und wie ich schon sagte, das sind Vorschläge, das heißt noch keine feststehenden Gesetze, aber welche die halt bis 2019 rückwirkend erlassen werden könnten. Unter Punkt 1 haben wir, wie gesagt, die Anhebung des Höchstbetrages für die Kinderbetreuungskosten. Bei den Sonderausgaben wird der Höchstbetrag für diese nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 von 4.000 auf 6.000 Euro angehoben. Nochmal kleiner Hinweis, das ist nur ein Vorschlag, das ist alles, was jetzt kommt, nicht sicher. Aber wenn dem so wäre, dann hätten wir halt eine Erhöhung um 2.000 Euro. Ja, dazu müssten wir jetzt auch die Übung 2.2 aus Steuerrecht 13 aktualisieren. Hier waren sie vorhin 16 und 20 bis 22, wo es um die Aufgabe 4 ging. Und hier war die Aufgabe, ermittelt bei folgenden Sachverhalten die anzusetzenden Sonderausgaben für den Veranlagungszeitraum 2019, also natürlich jetzt mit geänderten Jahr, unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen nicht ansetzend zu begründen und VZ ist der Veranlagungszeitraum. Wir hatten hier den Fall, dass die Eheleute Karnickel zwei Kinder haben. Georg, der am 11.11.1991 geboren war und seit Geburt an als hilflos und behindert eingestuft wurde und von einer Haushaltshilfe betreut wird. Kleine Anmerkung, ich habe natürlich die Jahre auch für die Geburten entsprechend angehoben, dass sich nur wirklich der Fakt, der jetzt neu geregelt ist, ändert. Des Weiteren erhält sie eine monatliche Vergütung von 200 Euro, also die Haushaltshilfe. Eduard ist am 8.6.1996 geboren und besucht in Berlin eine Privatschule in staatlich geförderter Trägerschaft. Das zählt nebenbei als Erstausbildung. Monatlich zahlen die Eheleute 1200 Euro für den Schulbesuch, wobei 400 Euro davon auf Verpflegung anfallen. Die Eheleute spendeten im Veranlagungszeitraum 19.500 Euro an die World Widness Foundation, 2000 Euro an die katholische Kirche und 5000 an die politische Partei Freie Quäler. Sowie 2000 Euro an die nichtpolitische Wählervereinigung für saubere Umwelt. Die Ehefrau Karnickel befand sich das ganze Veranlagungszeitraum 19 im Zweitstudium Germanistik. Der Semesterbeitrag, der halbjährig zu entrichten ist, betrug je 500 Euro. Sie hatte keine Einkünfte und der Gesamtbetrag der Einkünfte soll 25.000 Euro betragen. Gut, dann rechnen wir mal. Fangen wir mit Georg. Im Veranlagungszeitraum war er 27 bzw. 28 Jahre alt, allerdings war er hilflos und behindert seit Geburt an, das heißt, er ist ein steuerliches Kind im Sinne des § 32 Absatz 4 Nummer 3 EStG. Nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG haben wir also hier die Kinderbetreuung durch die Haushälterin, das ist eine Sonderausgabe, da Sonderregelung für Behinderte gilt, 200 Euro mal 12 Monate mal 2 Drittel, allerdings maximal 6.000 Euro. Das sind 1.600 Euro Sonderausgabe. Dann haben wir noch Eduard, der war im Veranlagungszeitraum 22 bzw. 23 Jahre alt.
befindet sich in Erstausbildung und ist deswegen ein Kind im steuerlichen Sinne des Paragraphen 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a EStG. Nach 10 Absatz 1 Nummer 9 EStG haben wir hier Schulgeld, das ist nicht anrechenbar, also besitzt das Schulgeld selbst schon, aber nicht die 400 Euro monatlich für die Verpflegung, deswegen müssen wir die abziehen. Und dann haben wir 1200 Euro Schulgeld minus 400 Euro darin enthaltene Verpflegung, macht 800 Euro. Das mal 12 Monate und das wiederum mal 30% haben wir 2880 Euro, die wir als Sonderausgabe geltend machen können. Dann haben wir noch den Paragraph 10b Absatz 1 StG. Hier geht es um die nichtpolitischen Spenden im Sinne der Paragraphen 52 bis 54 AO. Nach 52 Absatz 2 Nummer 8 bzw. Nummer 14 AO haben wir den World Witness Foundation mit 1500 Euro. Nach Paragraph 54 AO die Kirche 2000 Euro. Das macht eine Summe 3500 Euro an nichtpolitischen Spenden. Die dürfen maximal 20% des Zusammenbetrags der Einkünfte, also maximal 20% von 25.000 gleich 5.000 Euro betragen. Das heißt, da sie drunter liegen, können wir sie voll als Sonderausgabe in Höhe von 3.500 Euro berücksichtigen. Dann haben wir noch den Paragraph 34g Satz 1 Nummer 1 und dort der Satz 2 EStG. Wir haben hier Vereine ohne Parteicharakter, und zwar für saubere Umwelt, die jedoch Wahlvorschläge einbringen wollen. Das sind keine Sonderausgaben. 50% maximal 1.650 Euro direkt Einkommensteuer mindert, sind also 2.000 Euro mal 50%. Maximal 1.650 sind 1.000 Euro, die wir Einkommensteuer senkend ansetzen können. Dann haben wir noch politische Spenden. Zunächst erstmal 50%, dann dort maximal 1.650 Euro direkt Einkommensteuer mindert, heißt also 5.000 Euro mal 50%. Maximal 1.650, da kommen wir beim Maximum von 1.650 raus. Der Rest ist nach Paragraph 10b Absatz 2 eine Sonderausgabe bis zur Höhe von 3.300 Euro. Also ist gleich 5.000 minus 3.300 gleich 1.700 Euro als Sonderausgabe. Warum minus 3.300? Weil wir ja 1.650 zweimal ansetzen können. Dann haben wir noch den Paragraph 10 Absatz 1 Nummer 7 EStG. Kosten für die eigene Berufsausbildung der Ehefrau. Möglich, da es zwar Zweitstudium ist, sie aber keine eigenen Einkünfte erzielt. Damit können wir zweimal den Semesterbeitrag ansetzen. Das heißt, zweimal 500 Euro macht 1000 Euro, die wir hier als Sonderausgabe geltend machen können. Ja, summieren wir die Sonderausgaben, haben wir die Kinderbetreuung Georg plus das Schulgeld von Eduard plus nichtpolitische Spenden plus politische Spenden. Plus Berufsausbildung der Ehefrau macht Sonderausgaben von 1.600 plus 2.880 plus 3.500 plus 1.700 plus 1.000 gleich 10.680 Euro. Damit sind wir auch beim zweiten Thema, die Anhebung der außergewöhnlichen Belastungen. Geplant ist, die folgendermaßen anzuheben. Und zwar Freibetrag für Kinder im Studium und Ausbildung nach Paragraf 33a Absatz 2 StG in 2018 noch 924, ab 19 geplant 1200 Euro. Der Pflegepauschbetrag nach Paragraf 33b Absatz 6 StG hat genau dieselbe Wertsteigerung. Zudem sollen die Behindertenpauschbeträge des Paragraf 33b Absatz 3 StG um jeweils 30% angehoben werden. Auch hier machen wir eine kleine Übung. Das ist die Aktualisierung aus der Vorlesung Steuerrecht 14, hier die Folien 21 bis 22. Die Aufgabe lautet: Ermittle bei folgenden Sachverhalten unter Angabe der Vorschriften die Höhe der ansetzbaren außergewöhnlichen Belastungen. Alle notwendigen Anträge gelten als gestellt. Da haben wir erstens die Maria Melone, die im Veranlagungszeitraum 2019 1.500 Euro für ihre Medikamente zugezahlt hat. Zudem war sie in stationärer Behandlung. Die Kosten dafür betrugen neben einem Bademantel für brutto 23,80, den sie extra dafür erwarb, 3.000 Euro. Ihre Krankenkasse erstattete davon 2.500. Zudem hatte sie Rechtskosten in Höhe von 2.500 Euro, von denen 1.000 Euro auf eine erfolglose Klage gegen ein Bauunternehmen entfielen. Der Rest waren Prozesskosten für den Scheidungsprozess mit ihrem Mann. Marias Tochter Erna, geboren am 15.04.99, ist seit ihrer Geburt blind und hilflos und wird von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung gepflegt.
Marias Gesamtbetrag der Einkünfte betrug im Veranlagungszeitraum 19 25.000 Euro. Gut, verarbeiten wir das mal. Nehmen wir erstmal den Paragraph 33 Absatz 1 StG, die allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen. Die umfassen die Zuzahlung zu Medikamenten von 1.500 Euro plus die Krankenhauskosten ohne Bademantel und auch abzüglich der Krankenkasse, also 3.000 der für Krankenhaus, abzüglich 2.500 für die Krankenkasse, die das erstattet hat, sind 500 Euro, die wir noch geltend machen können. Summieren wir das, haben wir allgemeine außergewöhnliche Belastungen, die noch nicht gekürzt sind, um 2.000 Euro. Jetzt müssen wir das Stufensystem anwenden. Und zwar laut der Tabelle Paragraph 33 Absatz 3 Nummer 2a StG. Wir sind hier bei 5 kleiner 15.340 Euro erstmal, 2% vom GDE. Die erste Basis errechnet sich mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte maximal 5.340 Euro. Klar, dann sind wir hier, weil wir drüber sind, bei mit 15.340 dabei. Das heißt, die zumutbare Belastung ist unsere Basis 1 mal 2%, also 15.340 mal 2% sind 306,80 Euro. Der Rest, den wir in die nächste Stufe des Stufensystems übernehmen, ist dann der Gesamtbetrag der Einkünfte, den wir haben, abzüglich Basis 1, die wir verbraucht haben. Also sprich, 25.000 minus 15.340 Euro sind 9.660 Euro, die wir der zweiten Stufe unterwerfen müssen. So, die zweite Stufe jetzt, die von 15.340 bis 51.130 Euro gilt, wo 3% des GDEs anfallen. Da haben wir den Rest 1, maximal 51.130 minus 15.340. Also vergleichen wir die 9.660, die wir haben, mit maximal 35.790. Nehmen daher 9.660. Die nehmen wir mal der 3% zumutbaren Belastung und kommen auf 289,80 Euro. Haben damit alles verbraucht. Wenn wir jetzt beide Werte summieren, haben wir die zumutbare Belastung von 596,60 Euro ermittelt. Ja, unsere Folie, die wir gerade hatten. Davon müssen wir jetzt unsere gerade errechnete zumutbare Belastung abziehen und erhalten dann die allgemein außergewöhnlichen Belastungen gekürzt von 1.403,40 Euro. Nach § 33b Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit 33b Absatz 5 Satz 1 StG haben wir den Behindertenpauschbetrag, da einer hilflos und Kind nach 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 StG ist und können hier 3.700 Euro normalerweise plus 30% die geplante Erhöhung geltend machen, also 4.810 Euro. Dann haben wir noch nach 33b Absatz 6 den Pflegepauschbetrag von 1.200 Euro und summieren wir das, haben wir 1.403,40 plus 4.810 plus 1.200 Euro macht 7.413 Euro und 40 Cent, die wir hier geltend machen können. So, die zweite Aufgabe war: Norbert Naschkatzer, seit 2017 zu 50% gehbehindert, wird mit seiner Frau Nadine im Veranlagungszeitraum 19 zusammenveranlagt. Sie haben drei Kinder. Eins davon ist Angelia, die am 10. Februar 2002 geboren wurde und eine Privatschule in Internatsform als Erstausbildung in einer fernen Stadt besucht. Die Kosten für die Schule betragen 500 Euro je Monat, zuzüglich 300 Euro monatlich für Unterkunft. Die Zwillingssöhne Sebastian und Max, beide natürlich geboren am 15.07.94, sind auswärtig untergebracht. Jede von ihnen erhält von den Eltern monatlich 600 Euro. Sebastian befindet sich in einem konsekutiven Erststudium des Maschinenbaus. Er hat, außer Wohngeld in monatlicher Höhe von 100 Euro, keine eigenen Einkünfte und sein Vermögen beläuft sich auf 12.000 Euro. Max befindet sich in einer zweiten Ausbildung zum Ergotherapeuten, die er selbst finanzieren muss. Die monatlichen Ausbildungskosten belaufen sich auf 200 Euro. Um seinen Unterhalt zu bestreiten, hat er eine geringfügige Beschäftigung angenommen, für die er monatlich 450 Euro erhält. Im Veranlagungszeitraum 2019 verstarb leider Nadines Vater. Sie trug die Beerdigungskosten in Höhe von 5.000 Euro. Der Vater hinterließ ihr einen Nachlass von 3.000 Euro. Das Gesamtbetrag der Einkünfte der Eheleute beträgt 35.000 Euro. Okay, das sind hierbei die Aktualisierung der Folien 23 bis 30 aus der Übung aus Steuerrecht 14. Wie sieht es jetzt nach neuerem Recht aus?
Erstmal nach 33.1 ESTG müssen wir die allgemeinen außerordentlichen Belastungen berechnen. Da haben wir die Beerdigungskosten von 5.000 Euro. Von denen müssen wir immer einen Nachlass abziehen von 3.000 Euro hier in dem Fall. Haben wir erstmal allgemeine außerordentliche Belastung ungekürzt von 2.000 Euro. Jetzt müssen wir nach 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2b die zumutbare Belastung abziehen. Die errechnet sich hier in dem Fall relativ einfach. Gesamtbetrag der Einkünfte mal 1%, also 35.000 mal 1%, sind minus 350 Euro. Wir haben also allgemeine außergewöhnliche Belastung gekürzt von 1.650 Euro. Jetzt müssen wir Angelia betrachten, die am 10. Februar 2002 geboren ist. Sie ist 17 Jahre bis zum 10. Februar 2019, ab da an 18 Jahre, ist auswärtig untergebracht und in einer Erstausbildung. Das heißt, sie ist erstmal Kind im Sinne des § 32 Absatz 3 EStG für die Monate Januar bis Februar. Dann ist sie weiterhin Kind im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a EStG für die restlichen Monate. Das heißt, nach § 33a Absatz 2 Satz 1 EStG hat sie Anspruch auf einen Ausbildungsfreibetrag, und zwar von 1.200 Euro. Nach 33a Absatz 3 EStG Kürzung ein Zwölftel, da im Januar noch nicht 18. Lebensjahr erreicht war, ansonsten für jeden angefangenen Monat, also 100 Euro weg. Das heißt, wir haben einen Ausbildungsfreibetrag und damit außerordentliche Belastung für Angelia in Höhe von 1.100 Euro. Dann haben wir Sebastian, der am 15.07.1994 geboren wurde. Das bedeutet, er ist 24 Jahre bis zum 15.07.19, ab da an 25. Er ist auswärtig untergebracht und befindet sich in Erstausbildung und ist damit Kind im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 AStG für Januar bis Juli. Nach 33a Absatz 2 Satz 1 AStG, also ein Anspruch auf Ausbildungsfreibetrag für Januar bis Juli, grundsätzlich 1.200 Euro, aber wir müssen den natürlich kürzen um 5 Zwölftel, da ab Juli 25. Lebensjahr erreicht war. Also 5 Zwölftel, sprich 500 Euro weg, verbleiben 700 Euro Ausbildungsfreibetrag. Dann haben wir Sebastian, der genauso geboren ist, da sie ja Zwillinge sind. Hier waren geleistete Unterhaltszahlungen in Höhe von 600 Euro für 5 Monate gleich 3.000 Euro. Der gekürzte Höchstbetrag, den müssen wir ermitteln. Das sind also 5 Zwölftel mal 8.652 Euro gleich 3.605 Euro. Minus die gekürzten Einkünfte und Bezüge, heißt also Bezüge, Wohngeld gleich 5 mal 100 Euro sind 500 Euro. Minus Kostenpauschale für Bezüge gleich 5 Zwölftel mal 180 Euro sind 75 Euro. Minus den Karenzbetrag 5 Zwölftel mal 624 Euro sind minus 260 Euro. Er gibt gekürzte Einkünfte und Bezüge von 165 Euro und damit einen gekürzten Höchstbetrag von 3.440 Euro. Unterhalt ist der niedrigere Wert, zuzüglich Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Der niedrigere ist 3.000, Kranken- und Pflegeversicherung haben wir nicht, bleibt also bei 3.000. Dann haben wir Max. Er ist 24 Jahre bis 15.07.2019, ab da 25 Jahre. Auswärtig untergebracht und zweite Ausbildung unschädliche Einkünfte. Also Kind im Sinne des 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a für Januar bis Juli. Das heißt, wieder Anspruch auf Ausbildungsfreibetrag, nach Kürzung auch für 700 Euro. Zu Max können wir dann noch sagen, geleistete Unterhaltszahlungen sind identisch. Höchstbetrag berechnet sich hier allerdings anders, da wieder natürlich 5 Zwölftel minus gekürzte Einkünfte und Bezüge. Die Einkünfte aus Minijob, die er hier hat, müssen wir berücksichtigen, sind 5 mal 450 Euro, macht 2.250 Euro. Abzüglich des Werbungskosten-Pausbetrags für die 5 Monate, also 5 Zwölftel von 1.000 Euro, sind minus 416,67. Abzüglich des Karenzbetrages, den wir auf 5 Monate kürzen, macht 260 Euro. Er gibt gekürzte Einkünfte und Bezüge in Höhe von 1.573,33. Das heißt, der gekürzte Höchstbetrag für Max ist 2.031,67. Unterhalt ist der niedrigere Wert plus KVPV, also 2.031,67 plus nichts macht 2.031,67.
Und dann haben wir noch den Behindertenpauschbetrag von 50% für Norbert nach 33b Absatz 3 Satz 2 StG. Der berechnet sich mit 570 Euro plus die angesetzten geplanten 30%, also 741 Euro. Wir haben allgemeine ausländische Belastung von 1650 Euro plus den Ausbildungsfreibetrag von Angelia von 1100 plus denselben Freibetrag für Sebastian, aber 700. Unterhalt von Sebastian von 3000. Der Freibetrag von Max für 700 Euro und sein Unterhalt von 2031,67. Plus der Behindertenpauschbetrag von Norbert, den wir da oben mit 741 errechnet haben, ergibt als Summe der ausländischen Belastungen 9.922 Euro und 67 Cent. Damit kommen wir schon zu Punkt 3, Anhebung weiterer Grenzen und Freibeträge. Ja, auch dieses Jahr sollen wieder einige Grenzen und Freibeträge etc. angehoben werden, um das an die wirtschaftliche Lage anzupassen. Da haben wir einmal den Übungsleiterpauschale nach § 3 Nummer 26 StG. Die soll von 2.400 auf 3.000 Euro steigen. Dann haben wir die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nummer 26a StG. Die soll von 720 auf 840 Euro steigen. Die Freigrenze für Umsätze wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe, steuerbegünstigter Körperschaften nach § 64 Absatz 3 AO von 35 auf 45.000 Euro. Für mich sehr interessant, da ich nämlich viele da habe, die da reinfallen. Dann Belegschaftsrabatte nach § 8 Absatz 3 StG von 1.080 auf 1.200 Euro. Zudem sollen die Verzinsung von Steuerforderungen nach 233 bis 39 AO aufgrund des niedrigen Leitzinssatzes der EZB vermindert werden. Mal schauen, ob das wirklich kommt, bin ich mir noch nicht sicher. Und es ist auch geplant, die Ermäßigung der gezahlten Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach § 35 StG zu erhöhen, um die Abzugsfähigkeit an die stetig steigende Gewerbesteuerhebesätze anzugleichen. Das wäre sehr wünschenswert und auch realistisch, weil eigentlich war ja mal tatsächlich gedacht, dass man da nicht doppelt belastet werden soll. Aber wenn die Hebesätze ständig steigen, aber nicht die zulässigen Abzüge, dann haben wir quasi ja dann zumindest eine teilweise doppelte Besteuerung. Okay, viertens, Forschungsförderung. Für die Förderung von Forschung und Entwicklung soll eine 10%ige Gutschrift auf die Personalkosten möglich sein. Die genaue Umsetzung ist noch nicht klar, aber es bedeutet, bis zu 10% der Personalkosten könnten vom Staat subventioniert werden. Und zwar plant man das mit der abzuführenden Lohnsteuer zu verrechnen. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Ob man jetzt alle Löhne nimmt, sagt, die sind der Forschung zugeordnet, davon nehme ich 10%. Aha, so viel Lohnsteuer habt ihr gemeldet, das muss jetzt abgezogen werden. Und die nächste Frage wäre dann auch, wie wäre das mit dem Lohnprogramm zu vereinbaren? Aber das ist noch nicht sicher. Voraussetzung wäre allerdings natürlich, es müssen sich um Personalkosten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung handeln. Und man muss natürlich hinterher dann auch irgendwie nachweisen können, dass genau diese Personen wirklich an einer Forschung beteiligt waren. Fünftens. Schon wieder, genau wie im letzten Jahr, das Thema der Anhebung der GWG-Grenze. Bis 2018 regelte der Paragraph 6.2 Satz 1 StG, dass Wirtschaftsgüter, die der selbstständigen Nutzung fähig sind, am Ende des Jahres sofort in voller Höhe abgeschrieben werden können, wenn ihre Anschaffungs- oder Herstellkosten weniger als 410 Euro betrugen. Das hat man dann mit 2018 auf 800 Euro erhöht und jetzt ist geplant, das auf 1000 Euro zu erhöhen. Was heißt das natürlich? Die Untergrenzen nach Paragraph 6 Absatz 2 Satz 3 und Paragraph 6 2a Satz 1, die bis 2017 150 Euro betrug und 20 auf 18 250 erhöht wurde, die bleibt zwar bestehen, aber als GWG sind nun alle Wirtschaftsgüter von 250 bis 1000 Euro zu erfassen, sofern sie selbstständig nutzbar sind. Diese werden voll abgeschrieben am Jahresende. Das bedeutet andersrum, dass die Alternative, und zwar der Sammelposten, nach § 6 Absatz 2a eigentlich keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat, außer man wünscht sich einen steuerlichen höheren Gewinn. Das ist eher selten der Fall. Es wäre höchstens wirklich mal zu bedenken, wenn man keinen Verlustvortrag oder so in Erwägung zieht und damit quasi Aufwendungen die nächsten Jahre transferieren wollte. Aber ich würde sagen, spätestens wenn das durchkommt, hat der Sammelposten sich in der Praxis erledigt. Und wir haben nur noch GWG, obwohl der Sammelposten trotzdem beibehalten und gewählt werden darf. So, machen wir da mal eine kleine Übersicht.
Bis 2017 war alles kleine 150 Euro als Aufwand zu erfassen. 2018 und 2019 auch hat man jetzt alles, was kleiner 250 Euro ist, als Aufwand. Bis 2017 hatten wir die Möglichkeit, GWG und Sammelposten zu wählen für Güter von 151 bis 410 Euro. Ab 2018 hat man die Wahl geändert, da durfte man von 251 bis 800 Euro da frei wählen. Jetzt mittlerweile von 251 bis 1000 Euro. 2017 war es so, alles was drüber war über die 410 Euro und kleiner 1000 Euro war dann halt Sammelposten. Außer natürlich, man hat die GWG-Methode gewählt. Dann musste man die Sachen alle als richtige Anlage, was heißt richtige, als Anlagegüter mit einer eigenen separaten Kontonummer führen. Und bis 2018 hat sich der Sammelposten dann natürlich wieder verringert gehabt, weil da galt dann quasi für 801 bis 1000 Euro. Und alles, was größer 1000 Euro ist, bleibt nach wie vor, ist zwingend ein Anlagegut, das separat geführt und abgeschrieben werden muss. Als Konsequenz haben wir Folgendes. Wie ich schon sagte, dann wird nur noch die GWG-Methode praktisch relevant sein, weil die Sammelpostmethode immer zu einem höheren steuerlichen Gewinn führen wird. Nächster Punkt ist auch ganz spannend: Bürokratieabbau. Das ist ein ständiges Thema. Überall, nicht nur im Finanz- und Steuerrecht, aber hier auch. Und was so vielleicht jeder schon mal gefühlt gemerkt hat, ist die Ironie dahinter. Denn die meisten neuen Gesetze, die eigentlich dazu dienen, Bürokratie abzubauen, also die leider auch, zum Beispiel das Gesetz zum Bürokratieabbau und zur Förderung der Transparenz bei Genossenschaften, wunderschön und lang, aber auch alle anderen führen in der Regel zu höheren und aufwendigeren Nachweispflichten, mehr Dokumentaufbewahrung und höherer Verwaltungstätigkeit. Sprich, der Bürokratieabbau wird zwar oft politisch als Maßnahme besprochen, aber realistisch gefühlt, dass der passiert, eigentlich nie. Beispiele hierfür, ja, wo es, sag ich mal, schiefgelaufen ist, will ich mal so sagen, ist Delay, die Legal Entity Identifier, quasi dann nochmal für Unternehmen eine separate Meldung, die DSGVO, die sollte jedem jetzt ab Ende Mai bekannt sein, die Kassennachschau, auch wunderbar, mit wunderbar vielen schönen erhöhten Aufzeichnungspflichten, Zählprotokoll, elektronische Auslesbarkeit, Unveränderbarkeit der Kasse, nach jederzeit prüfbar. Das Transparenzregister und Körperschaftserklärung, Gemeinnützigkeitserklärung für Vereine, die immer großartiger werden von ehemals. Wir hatten quasi nur die Anlage, Gemeinnützigkeit ausfüllen. Jetzt ist die Anlage wirklich nur eine Anlage. Dazu kommt noch der normale Körperschaftsteuerfragebogen, die Gewinnermittlung, die Anlagenermittlung, die Einnahmenüberschussrechnung eventuell. Dann auch noch, wenn es ein Einlagekonto oder so existiert. Wunderbar. Von ehemals 3 Seiten auf 20 Seiten plus teilweise gestiegen. Okay. Ja, das war ein kleiner emotionaler Ausbruch. Der war aber durchaus, als ich die Folie erstellt habe, auch eingeplant und gewollt. Damit ich mal deutlich mache, dass die Bürokratieabbau ein schönes theoretischer Begriff, ein praktisch irgendwie nicht funktioniert. Aber wir wollen optimistisch bleiben. Es sind für 2019 Vorschläge eingebracht, die den Bürokratieabbau gewährleisten sollen. Und diese Vorschläge, zumindest in der Theorie, wenn sie in der Praxis nicht wieder ein bisschen ungenau umsetzen, würden, denke ich, funktionieren. Erstens ist, neu gegründete Firmen müssen keine Umsatzsteuervoranmeldung einreichen. Okay, ist sehr sinnvoll, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man ja bei einer Neugründung quasi erstmal immer unterstellt oder bisher unterstellte, dass da monatlich abgegeben werden sollte oder je nachdem, wie man es halt in den Anmeldebogen eingetragen hat. Aber im Zweifelsfall, wenn man es falsch macht, halt monatlich. Und das Zweite, die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für Buchführungsunterlagen. Gut, das ist jetzt weniger Bürokratieabbau, finde ich, sondern eher ein bisschen mehr, ja, platzsparend, weil ich. Bedeutet quasi ja, ich kann meine Sachen jetzt eher wegschmeißen, aber die Verwaltung, die ich damit betreiben muss, ist damit eigentlich ja nicht wirklich verändert, aber ich spare halt Platz und Lagerraum. Tja, das war es leider auch schon zu dem Thema. Deswegen kommen wir zu siebtens, die steuerliche Beurteilung von Gutscheinen. Auch hier ein Geniestreich, der hoffentlich sich nicht durchsetzt, aber da es jetzt in so vielen Fachportalen immer wieder aufkocht und Fachliteratur, glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei. Deswegen behandeln wir das jetzt mal. Und zwar, Gutscheine sollen doch neu beurteilt werden. Der Entwurf sieht eine Einteilung zwischen den Einzweck- und den Mehrzweckgutschein vor, von der auch die Umsatzsteuer und Vorsteuer betroffen ist. Und eigentlich genau um die geht es, ansonsten wäre es ziemlich egal.
Schauen wir uns an, was nach diesem Entwurf was ist. Nach dem Entwurf ist ein Einzelgutschein immer dann, wenn Umsatzsteuerart, Ort der Umsatzsteuer und die geschuldete Steuer unveränderlich feststeht. Das bedeutet, nur für Unternehmen, die nur eine Filiale haben und Leistungen zu einem Steuersatz anbieten. Das heißt, die können auch mehrere Filialen haben, aber am selben Ort ist aber jetzt nicht zwingend unternehmerisch sinnvoll. Was gibt's da? Ja, zum Beispiel Escape Rooms, die haben meist nur eine Filiale. Und auch einen eindeutigen Steuersatz. Die Fälligkeit ist dann laut Entwurf bei Ausgabe des Gutscheins. Das heißt, man überreicht den Kunden dann einen Gutschein und sagen wir, der Gutschein wäre 100 Euro netto, also 119 Euro brutto. Dann müsste man tatsächlich verbuchen, quasi den Gutschein 100 Euro als einen Ertrag oder auf ein Verrechnungskonto. Ertrag wäre eigentlich deutlich korrekter, weil man hat ja quasi schon Ertrag gemacht, aber manchmal Verrechnungskonto und direkt 19 Euro Umsatzsteuer. Und dann bei der Einlösung würde man quasi netto wieder die Einlösung ausbuchen. Mehrzweckgutschein ist laut Definition alles andere. Das heißt also, wenn Umsatzsteuerart, Ort der Umsatzsteuer und geschuldete Steuer nicht feststeht. Das bedeutet für alle Unternehmen mit mehreren Filialen oder mit verschiedenen Umsätzen. Das dürfte dann die Mehrheit sein. Einkaufsgutschein zum Beispiel für Discounter. Die Fälligkeit ist dann bei Einlösung des Gutscheins. Da wird dann die Umsatzsteuer erhoben. Das bedeutet, die geplante Unterscheidung wird oftmals zu Rechtsunsicherheit und erhöhten Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Nicht-Endverbraucher führen, weil man halt dann immer überlegen muss, ja, was ist denn jetzt ein Gutschein? Und das letzte Thema, was so ein bisschen anknüpft an unseren vorigen Teil dieser Vorlesung, ist die Wohnbauförderung wieder. Jetzt mit der zusätzlichen 3%igen AFA, die vorgeschlagen wurde. Und zwar wurde überlegt, ob neben der 5%igen jährlichen Sonder-AFA innerhalb der ersten 4 Jahre, siehe die vorige Vorlesung, eine zusätzliche Erhöhung der linearen AFA von 2 auf 3% für neu geschaffenen Wohnraum stattfinden soll. Das heißt, man stellt dann halt keine 50 Jahre mehr Nutzungsdauer, sondern 33 ein Drittel. Die Voraussetzungen müssen meines Erachtens dann jenen für die Sonder-AFA erfüllen, sprich das, was wir in der vorigen Vorlesung besprochen haben. Ich habe es aber noch auf die nächste Folie gepackt, damit man es auch gut nochmal sieht. Und zwar erstens, es muss neuer Wohnraum hergestellt, also gebaut, oder durch Umbau ein bisher nicht zu Wohnzwecken dienende Immobilie geschaffen werden, sprich Umnutzung. Zweitens, der Bauantrag muss im Zeitraum 31.08.18 bis 31.12.21 liegen. Drittens, die Anschaffungsherstellkosten dürfen maximal 3.000 Euro pro Quadratmeter ohne Grund und Boden betragen. Viertens, die Immobilie muss mindestens 10 Jahre zu Wohnzwecken vermietet werden. Bei Verkauf vor Ende dieser Frist sowie beim Verkauf, der dazu führt, dass Wohnzwecke nicht mehr erfüllt werden, also zum Beispiel für einen Unternehmer, wird die Sonder-AFA rückwirkend gestrichen, was zu einer höheren Steuerbelastung und das wiederum höchstwahrscheinlich zu Zinsen führen wird, da ja dann höchstwahrscheinlich mehr als 15 Monate nach Entstehung der Steuer eine Steuerschuld verändert wird. Fünftens. Die maximale Miete darf nicht mehr als 2/3 der ortsüblichen Miete betragen. Das heißt, wenn wir das mal zugrunde legen, dann müssen wir unsere Übung, die ich in den vorigen vorgestellt habe, nochmal anpassen. Unterstellen wir jetzt mal, ich habe es natürlich dort noch nicht gemacht, weil es ja nicht sicher ist. Am besten ihr lest die Aufgabe und versucht euch gleich nochmal jetzt mit dieser veränderten AFA daran. Das ist nochmal eine gute Übung. Ich warte wieder einen kleinen Moment, springe aber direkt zur Lösung. Am besten ihr pausiert das Video und versucht es nochmal zu lösen und ihr sagt euch, boah, jetzt das nochmal alles machen? Nee, kein Bock. Dann springt gleich mit. Okay, kommen wir zur Lösung. Wir überprüfen die Voraussetzungen für die Sonder-AFA. Das ist genau wie beim vorigen Mal dieselbe Lösung, weil es nicht anders ist. Bei allen drei Fällen ist neuer Wohnraum geschaffen. Der Bauantrag, der Zeitraum ist auch bei allen erfüllt. Bei drittens müssen wir schauen, ob die Anschaffungsherstellkosten maximal 3.000 Euro pro Quadratmeter betragen. Machen wir eine Nebenrechnung für A. Die Herstellkosten geteilt durch A sind 900.000, also durch die Fläche sind 900.000 Euro durch 500 Quadratmeter sind 1.800 Euro pro Quadratmeter damit erfüllt. Bei B haben wir 1,2 Millionen Euro durch 500 Quadratmeter, macht 2.400, ist auch erfüllt.
Bei C sind wir drüber, weil wir 1,55 Millionen Euro durch 500 Quadratmeter teilen, sind damit bei 3.100 und drüber, damit nicht erfüllt. Allerdings ist bei allen die Vermietung zu Wohnzwecken über 10 Jahre bedacht. Miete, maximal 2/3 der ortsüblichen Miete, ist bei allen gleich. Verproben wir das mal. Sind 10 Euro pro Quadratmeter kleiner 2/3 mal 18 Euro pro Quadratmeter? Sind sie denn 10 Euro pro Quadratmeter? Ist kleiner als die 12, die wir maximal ansetzen können. Damit ist die Bedingung erfüllt. Jetzt die Frage, bei welchen können wir hier eine Sonder-AFA ansetzen? Wir können bei A und bei B, bei C nicht, und zwar bei C Bedingung 3 nicht erfüllt, aber alle erfüllt sein müssten. Okay, zweite Folie. Jetzt geht's wieder ans Rechnen. Die Miete in Euro pro Quadratmeter ist mit 10 gegeben. Das multiplizieren wir mal die Quadratmeter mal 9 Monate, die im ersten Jahr 2020 quasi vermietet sind. Kommen wir bei allen auf 4.500 Euro. Also, das ist die Monatsmiete. 10 mal 4.500 Euro Monatsmiete macht Mieteinnahmen von 45.000 Euro. Jetzt müssen wir die AFA abziehen. Das heißt, wir müssen die berechnen. Mit Restnutzungsdauer in Jahren mal anteilige Monate ist gleich lineare AFA, also 900.000 Euro durch 33 ein Drittel mal 9 Zwölftel macht bei A 20.250 Euro, die wir abziehen können. Bei A haben wir auch Anspruch auf Sonder-AFA. Die berechnet sich mit 100 Euro mal 500 Quadratmeter als Maximum gleich 50.000 Euro oder die tatsächliche mit 5% mal dem eigentlichen Anschaffungsherstellkosten abzüglich der aktuellen AFA, sprich vom Restbuchwert 900.000 Euro 5%, sind 45.000 Euro, die können wir auch nachziehen. Verlustvortrag haben wir noch keinen, aber wir haben Einkünfte aus Familienverpachtung in Höhe von 20.250 Euro negativ, sprich Verlust. Bei B haben wir 1,2 Millionen durch 33 ein Drittel mal 9 Zwölftel, macht eine lineare AFA von 27.000 Euro. Sonder-AFA sind 5% von 1,2 Millionen, also theoretisch 60.000 Euro, maximal aber 50.000, die können wir abziehen. Verlustvortrag haben wir auch keinen, was einen Jahresverlust von 32.000 Euro ergibt. Ja, bei C haben wir oder erfüllen wir die Bedingungen ja für die Sonder-AFA nicht. Meines Erachtens dann also auch nicht die Bedingungen für die AFA für zu Wohnzwecken genutzten Sachen, für neue. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, das müsste dann anknüpfen. Sprich, wir teilen hier durch die normalen 50 Jahre mal 9 Zwölftel, macht 23.250 Euro lineare AFA. Sonder-AFA gibt es auch keine. Verlustvortrag haben wir auch keinen. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen Gewinn von 21.750 Euro. Für 2021 machen wir dasselbe Spiel. Wir schreiben erst einen Verlustvortrag auf. Habe ich Copy-Paste vom Vorjahr natürlich gemacht. Die Miete ist jetzt 12 Monate, macht 6.000 mal 10 Euro pro Quadratmeter. Das sind 60.000 Euro als Mieteinnahmen für dieses Jahr. Lineare AFA ist die Restnutzungsdauer, die sich berechnet mit 33 ein Drittel minus das, was wir schon abgeschrieben haben, 3 Viertel Jahr, also 0,75. Zu viel Prozent von 834.750 Euro, was der Restbuchwert ist. Heißt, wir haben 25.618,93 Euro lineare AFA. Sonder-AFA sind 25% vom ursprünglichen Wert, macht 45.000 Euro, die wir hier wieder ansetzen können. Dann haben wir noch den Verlustvertrag von 20.250 Euro, macht Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von 30.868,93 Euro. Bei B machen wir dasselbe. Wir teilen den Restbuchwert durch die Restnutzungsdauer, kommen auf 34.465,47 Euro und nehmen die lineare AFA als Grundlage, haben die Sonder-AFA von 50.000 Euro, die wir noch abziehen können, lineare AFA, Sonder-AFA und Verlustvortrag abgezogen, ergibt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von minus 56.465,47 Euro. Ja, bei C ist dasselbe Spiel wie im Vorjahr, nur dass wir jetzt halt über das ganze Jahr die Einkünfte haben. Wir haben wieder eine lineare AFA, in dem Fall von 31.000 Euro. Und die Voraussetzungen für Sonder-AFA sind weiterhin nicht erfüllt, was Einkünfte von 29.000 Euro bedeutet.
Für 2022 nehmen wir den Verlustvortrag, haben bei A dann die Restnutzungsdauer, die wir dann errechnen mit 33,33 Jahren, minus 1,75 Jahre, die wir bereits abgeschrieben haben. Das nehmen wir als Teiler für den Restbuchwert von 764.131,07 €. Macht eine lineare AFA von 24.194,12 €, die wir abziehen können. Die Sonder-AFA bleibt mit 45.000 € identisch. Macht dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, wenn wir noch den Verlustvertrag abziehen, von minus 40.063,05 €. Bei B machen wir dieselbe Rechnung, nur mit anderen Zahlen, haben da eine lineare AFA von 32.882,36 €. Sonder-AFA ist wie immer 50.000 € in den ersten Jahren. Dann noch den Verlustvertrag weg, haben wir einen Verlust von minus 79.347,83 €. Und C bleibt halt jetzt quasi immer identisch. Lassen wir deswegen auch so und gehen ins Jahr 2023. Wir müssen hier natürlich wieder die neue AFA berechnen. Den Verlustvertrag kopieren wir. Haben damit eine neue lineare AFA bei A von 22.722,73 €. Sonder-AFA von 45.000 € und das macht insgesamt einen Verlust von 47.785,78 €. Bei B machen wir dasselbe Spielchen, kommen auf eine lineare AFA von 31.247,48 €. Sonder-AFA von 50.000 macht insgesamt Einkünfte, also Verlust in dem Fall, von minus 100.595,31 €. Fürs Jahr 2024 ist die Rechnung dann ein bisschen einfacher. Den Verlust tragen wir vor. Die lineare AFA berechnet sich nach wie vor mit Restbuchwert durch Restnutzungsdauer. Da kommen wir auf 21.201,61 €. Sonder-AFA gibt es nicht mehr, wir sind im fünften Jahr. Das gibt es nur in den ersten vier Jahren. Macht Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von minus 8.987,39 €. Bei B machen wir dieselbe Rechnung für die lineare AFA, kommen auf eine lineare AFA von 29.557,34 €. Auch hier gibt es keine Sonder-AFA mehr. Wir haben nur noch den Verlustvertrag von fast, oder was heißt fast, von mehr als 100.000 €, was dann insgesamt zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung von minus 70.152,65 € führt. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Das waren wie gesagt die ganzen optionalen Regelungen, die jetzt noch auf uns kommen könnten, was auch noch nicht sicher ist, weil wie gesagt, es ist ein Gesetzesentwurf, kein verabschiedetes Gesetz. Ja, und für den Fall, dass die Sachen dann so kommen mögen, haben wir jetzt schon mal ein bisschen dafür geübt. Ich hoffe, es war für euch interessant, spannend, hat euch die Sachverhalte auch näher gebracht. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wünsche euch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende oder was auch immer gerade bei euch ansteht. Tschüss!